Die Reise bis hierher. Des Königs Not wurde von Zorn übertrumpft. Jene, die helfen konnten, waren vernichtet. Durch ihren Tod entstand eine neue Macht aus der Sünde, sowie eine Armee, die erneut leben sollte. Und damit willkommen zurück zum Let's Play Darksiders 2. Ich habe mir in meiner unendlichen Weisheit das letzte Mal diesen wahnsinnig epischen Kampf aufgehoben. Bin mal gespannt, wie ich den heute lösen soll. Hey, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Yay! Der Teleportschlag ist bereits auf Maximum. Erhalte zur Regeneration 10 Sekunden. Ich glaube, die Explosion, auf die habe ich abgesehen. Die macht halt schön viel Schaden im Umfeld, ja. Ach, seid doch still. Ach, da war ich ja schon, stimmt. Und ich hätte auch ganz gerne die Pistole wieder draußen. Dankeschön. Gut, dann schauen wir einfach mal. Streuen und Pirsch, so schlimm kann es nicht werden, oder? Geronimo! Rein geht's! Ach, wäre es nicht schön, wenn ich den Pirsch auch so schön abziehen würde. Moment mal. Tu ich doch! Ich zieh den doch ordentlich Schaden, wie ich das feststelle, aber naja. Es reicht halt noch nicht ganz. Nein, 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 nein! Nein. Boah. Ja, das war mir auch gerade knapp genug. Das Schlimmste ist, da oben geht's weiter. Wenn ich mich nicht täusche, sogar mit zwei Pirsch. Ah nein, da waren ja die Abscheulichkeiten, genau. Ja, das macht's auch nicht gerade besser. Die können mich nämlich verpesten, wenn ihr euch erinnert. Und das reicht denn schon ein kleines bisschen davon, dass ich da über Dauer sterbe. Warum ich genauso dämlich war, den Kampf für das nächste Mal aufzuheben und warum ich nicht einfach weitergespielt habe, so wie ich es sonst auch immer gemacht habe, wenn ich gerade Bock hatte zu spielen, fragt mich nicht. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen seltsam geworden beim Let's Playen, ist mir aufgefallen. Also, ich meine jetzt im Speziellen, dass ich erstens mal noch weniger rede als sonst und dass ich irgendwie relativ selten Bock auf das hatte aufzunehmen, was ich dann aufnehmen mehr oder weniger musste, weil halt keine Folgen mehr da waren. Jetzt hat er keine Lebenstränke, oder was? Der Weg der du willst mich doch verarschen, oder? Einen Heiltank, 5 Zorntränke. Und du hast nichts im Angebot sonst. Ein fairer Punkt. Oh Gott. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, mir ist es jetzt selbst aufgefallen. Und zwar bei einer Hawks-Aufnahme. Ein fairer Preis.
Wieso habe ich den eigentlich nicht eingeleckt? Welchen Talisman habe ich da angelegt, um Gottes Namen? Den hier. Zauberer-Talisman, okay. Kritischer Schaden, kritischer Magie-Schaden, Magie-Erfahrung. Warum? Warum? Ich kann so oft Gegner exekutieren, das kann mir so oft das Leben retten. Wo ist Draven? Hier so. Der fahle Reiter. In Fleisch und Blut. Das kam unerwartet. Errungenschaft freigeschaltet. Volles Potenzial. Ja, ich schätze mal, das heißt, dass wir den zweiten Trainer jetzt wirklich komplett abgeschlossen haben. Und wir haben mehr Gold lagernd, als ich in Darksiders 1 jemals Seelen hätte sammeln können, wenn ich denn überhaupt gewollt hätte. Ja, aber du weißt, dass du kein ordentliches Angebot hast, oder? Ich meine... Ah, jetzt hat wieder Heiltränke auch. Arigato, so. Bis zum nächsten Mal. Ja, freue mich auch schon. Und wie gesagt, ich vermute, dass das der letzte... Wie gesagt, das ist schon ein Haufen Folgen her, in der letzten Aufnahme schon. Vermute ich, dass das der letzte Dungeon ist, den wir im Reich der Toten machen werden. Oder allerhöchstens der vorletzte, dass dann auch irgendwie ein verdammt großer Bossfight oder so kommt. Komm zu Tod. Die Waffe macht so viel Schaden, das gehört doch verboten. Ernsthaft. Dass sie Frostschaden macht, macht sie mir nur sympathischer. Wenn ich überlege, am Solo-Spielstand war ich am Anfang ganz stolz auf meinen Eishammer. Mittlerweile finde ich dort überhaupt keine Eiswaffen mehr. Es ist alles Frostschaden oder Blitzschaden oder sonst irgendwelche Schäden. Ja, manche Waffen haben wirklich einen Schaden. Aber so wirklich eine Eiswaffe finde ich auf einem Solo-Spielstand überhaupt keine mehr. Ach, ich dachte, da lebt es noch ein Viech, weil das noch nicht aufging. Und was ich vorhin schon sagen wollte, ich hatte halt... Einen Moment mal. Musiklautstärke etwas leiser, Geräuschlautstärke etwas leiser, Sprachlautstärke etwas leiser. Ich habe das in der letzten Aufnahme bemerkt, selbst wenn ich lauter gesprochen habe, hat man mich herzlich wenig verstanden, was wahrscheinlich auch... dazu beigetragen hat, sag ich mal, dass das Let's Play bislang herzlich wenig gesehen wurde. Hau doch rein, Tod, das gibt's doch nicht. Ihr seht, gegen beide Kreaturen zeitgleich ist ein bisschen schwierig. Und ich denke mal, dass das auch ein netter Patzen dann war. Dass das Let's Play bislang so wenig gesehen wurde. Und selbst wenn es jetzt wirklich das sechstbeste unter den Newcomern wäre, wie es eben bei dem Voting auf dem LP-Forum rausgekommen wäre. Was es natürlich nicht ist, weil es natürlich viele gibt, die da bei dem Voting nicht teilgenommen haben. Oder gesagt haben, sie wollen da nicht mitmachen, weil es halt LP-Forum ist. Nette Exekution. Nette Exekution. Weil es halt LP-Forum ist. Ja, also... Gib
gibt es sicher einen Haufen, die da... Oder die gar nicht mitgekriegt haben, dass das, dass der Wettbewerb stattfindet. Weil es gibt ja ganz nette Let's Player, die schauen da nur immer dann rein, wenn sie Hilfe brauchen. Ja, klar, dass die momentan schwäche ist, die muss ich erst füttern. Aber wenn ich die mal füttere und auf Stufe 5 habe, dann will ich nicht wissen, was da abgeht. So, dann suchen wir uns mal die benötigten Teilchen dafür zusammen, oder? Na komm, lad nach. Wie? Was? Warum? Hä? Der hat mir mehr als eine ganze Leiste auf einmal abgezogen. Nehme ich mal stark an, weil die war ja jetzt ziemlich voll und jetzt war ich tot. Ah, einmal zu viel B gedrückt. Hm. Nein. Ich habe verdammt starke Rüstungen, aber... Ja, keine Ahnung. Wobei es mit den kritischen Schaden und den kritischen Magieschaden halt erhöhen. So gesehen schon richtig. Für den Kampf würde ich auf die Exekutionschance pfeifen. Weil bis ich bei 50% erleben bin, habe ich sowieso überhaupt keine Chance auf eine Exekution bei starken Gegnern. Und ja, also da werde ich nicht so schnell hinkommen bei den beiden da oben vor allem. Da ist der Pirsch. Den will ich nicht amüsieren, den will ich amüsieren, so. Und so geht's ja auch, also ist ja nicht so. Und was ich jetzt auch, was mir jetzt auch gerade einfällt, ich habe von allen Gegnern, die ich bislang angetroffen habe, irgendwann mal das Verhaltensmuster mir genauer angesehen. Nur bei den Speiköpfen hier kenne ich es doch nicht. Die gehen. Ah, die verätzen den Boden. Die schießen so gesehen gar nicht auf mich. Die verätzen den Boden. Dafür sollte ich nur zusehen, dass ich den Teleportschlag parat habe. Damit ich da rechtzeitig rauskomme. Alles klar. Was ich vorhin sagen wollte, ich habe verdammt oft jetzt Spiele aufgenommen, die ich zu der Zeit eigentlich nicht aufnehmen wollte. Weil halt einfach keine Folgen mehr da waren und ich voll Idiot nicht gesagt habe, ja Leute, auf das Spiel habe ich jetzt gerade keine Folgen, geht nicht, weil ich jetzt so oft schon an Tagen keine Folgen gebracht habe, weil ich halt den Stress hatte, als ich arbeitslos wurde und so weiter, weil ich da
relativ viel Chaos zu Hause gehabt habe, dass ich irgendwo auch ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Weil ich mir dachte, ja, ich hatte schon wieder das Vieh. Weil ich mir dachte, jetzt habt ihr schon wieder keine Videos ein, zwei Tage lang. Schon wieder ein Kampf. Ach Gott. Wogegen diesmal?